Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 im Me and the County Life 2 Projekt zusammen mit dem Herrn Ludwig. Ja. Und ja, wir haben da gerade die letzte Lieferung, gerade Silageballen unterwegs und ja. Da sind wir jetzt gerade dabei beim Abladen. Wir haben kurz da ein kleines Problem mit der Gabel da. Ja, wir haben dann mit Mühe den doch irgendwie getragen bekommen, ne? Ja. Ja, und jetzt wird Geld so gemacht. So, jetzt lasse ich die Ludwig. Ja. Ich gehe da mal, ich bin doch nicht der Spezialist dafür. Schön mittig geparkt hat er auch noch, ne? Ja. Glaubst du, das fällt auf, wenn ich den ein bisschen schiebe? Weiß ich nicht. Kommt drauf an. Ob er so ein gutes Gedächtnis hat oder eher nicht. Ich muss den mal, glaube ich, also schief aufladen. Weiß ja nicht so, ob das so eine gute Idee ist, aber... Eieieiei, du. Ja, ja. Das ist professionell. Also ich kann die Ballen irgendwie nicht aufnehmen. Ja, dann ist anscheinend immer noch nicht hier die Rechte gegeben, ne? Ich werde ihn jetzt einmal anrufen. Ring. Grüezi. Ja, Asinger da. Sind die Ballen schon fertig abgeladen, oder? Wenn sie uns jetzt nicht bald die Rechte geben dafür, dann können wir uns gar nichts machen. Ich habe ihnen die Rechte dafür gegeben. Wir können die nicht aufladen. Also wir stehen da gerade mit dem Ballenspieß und ja. Ich mach das einfach nochmal. Eieiei. Ja, hallo. Bitte. Hallo. Ja, grüß dich. Den Händler? Wie wow. Bitte? Den Händler? Nee. Nicht? Ich hatte den ja angerufen. Warum kriege ich jetzt euch? Habt ihr das Handy von dem geklaut? Ist er entführt? Vielleicht. Oh. Ich glaube, das hört mir gerade alles doppelt, weil wir telefonieren kurz die, gerade. Ich muss kurz die Polizei anrufen. Ah, wissen Sie, was der Fehler Sie kennt? Das sind die Balle vom Tommy. Vielleicht hat der euch den Schlüssel nicht gegeben. Warte, ich versuche das mal kurz zu regeln. Ja, jetzt, ja. Oh, ich bin auch so blöd. Jetzt komme ich da drauf. Macht ja nichts, Herr Asinger. Oh nee, ey, bin ich behindert. Ey, oh, dass mir das erst jetzt einfällt. Oh nee, ey, ich bin doch so blöd. Meine Fresse, wie kann mir das jetzt denn anfangen? Der Herr Müller, der kehrt da mal wieder. Oh nee, ey. Bitte, so habe ich dir doch keine Kohle gemacht, ne? Na. Haha, Dommeru. Oh, leck mich doch am Arsch! Wollte. Wow. Wo ist der scheiß Schlüssel da? Ey. Also, das stellen wir in Rechnung. Das ist natürlich. In der Zeit hätten wir schon gegrubbert, ne? Ja. Ich sag, aha, wahrscheinlich hat der Müller wieder den Schlüssel geklaut. Ach, Herr Asinger, aber wenn wir hier gerade schon sind, wir wollten Sie noch was fragen, ne? Okay. Jetzt, einmal jetzt wieder Reifenwechsel bei unserem Johnny. Ja, das ist kein Problem. Ja. Ah, jetzt funktioniert. Ja. Ah. Ist doch schön, ne? Mach mal schön Geld, Herr. Ach du Gott, oh Gott, was machen Sie denn da? Herr Ludwig, waren Sie? Ja, okay. Ich glaube, der Ballen sieht am Ende nicht mehr so gut aus. Ach, in der BGA ist das egal. Ja, am besten gleich rein. Was wollte ich jetzt sagen? Also wegen dem Reifewechsel, ich weiß nicht, brauchst du das schnell, oder? Nee, ganz dringend ist es nicht, aber wäre schon relativ wichtig, ja. Ja, dann kommen Sie da einfach mal vorbei, rufen Sie mich an, wenn Sie kommen wollen, und dann machen wir Ihnen das auch schnell.
Jo. Genau, und das Geld hier dann einfach an der Domi überweise, genau. Aber ich würde sagen, ich bringe erst noch die andere Balle und dann können sie das Geld. Alles kann Stress. Alles kann Stress. Was ist, Herr Ludwig? Eigentlich alles gut, dachte ich. Ja, bitte, weiter noch. Ja, Stückel vor. Noch ein Stückel. Ja, gut, nicht runter. Ich weiß ja nicht so, ob das so. Also. Yes. Ja, probieren Sie das. Das mache ich ja gleich dann. Ist Ihre Anzeige doch kaputt, oder? Ja, das ist die Frage gerade tatsächlich. Ich meine, sie gehört ja uns hier. Also eigentlich müsste es auch klappen, alles. Warte mal kurz. Soll ich mal? Ja, machen wir es einmal. Ja, probieren Sie. Ich hab. Der Schlüssel. Ach, den Schlüssel, den gebe ich Ihnen doch direkt mal im Moment. So, Ihren den Schlüssel haben Sie hier, bitteschön. Gut, danke. Okay. Hä? Wieso klappt das jetzt bei Ihnen? Also bei uns war das, glaube ich, ne? Oder? Erklären Sie mal, weil das bei Ihnen ich gehe mal auf jetzt zu Herrn Müller. Kopf. Der ist auch da oben am Hof, ich hab grad gesehen. Ja. Oh, man redet Polizei. Eieieiei. Ach du Eieiei. Hallo? Was ist denn da wieder los, Herr Ludwig? Ich weiß es nicht, also ich habe nichts gemacht. Ich auch nicht. Herr Huber? So, guten Tag, Polizei hier. Ja. Haben wir was erbrochen? Hier wurde eine Entführung gemeldet. Was denn, Bert? Eine Entführung. Hä, wo ist die Entführung? Beim Josef Bassinger. Herr Müller, kommst mal her. Ja. Was schön das. So, ich wollte ganz normal so an einem schönen Abend den Herr Assinger anrufen, weil wir uns ein Güllefach zum Vorführer suchen. Ja, da haben wir sogar das Gespräch mitbekommen. Der Herr Assinger ist da gerade am Hof. Der läuft gerade da hinten die Silage ballen ab. So, können wir weiterreden. Wie gesagt, ich wollte anrufen, wollte fragen, ob ich das Güllefach schon mal mitnehmen darf. Auf einmal kommen, spricht mich hier der Herr Christoph Kleinert und der Herr Bert Ludwig an. Ich frage so, warum haben Sie denn das Handy? Haben Sie ihn zufällig entführt? Da habe ich nur die Antwort zurückbekommen, ja. Natürlich, so wie ich war, musste ich natürlich sofort, weil der Assinger natürlich ein guter Mann ist und ein guter Freund von mir, natürlich sofort zur Polizei gegangen und das gemeldet habe. Herr Ludwig? Wo ist denn der Herr? Der ist da vorne. Ja, der, also der Herr Assinger, der... Können Sie mal kurz aussteigen? Ja, was ist denn los? Haben Sie das vielleicht nicht... Ja. Was? Haben Sie das gerade nicht mitbekommen, dass wir da gerade mit Träne und was weiß ich angefahren sind? Jetzt weißt du, eine kleine Frage, ist das eigentlich Volkssport hier in der Stadt, dass alle ohne Kennzeichen rumfahren? Das einzige Fahrzeug, was ich bisher mit Kennzeichen gesehen habe, sind meine Autos. Und der nee, der MB-Truck hier hat ein Kennzeichen hier oben. Ja, meine hier, glaube ich. Aber der Anhänger nicht. Der endlich aussieht, sorry. Herr Assinger. Einige, Mann. Ja. Warum haben die zwei ihr Handy? Schon mal zum Verwählen gehört? Wie bitte? Ich hab mich nicht verwählt, ich kenne deine Nummer. Ich hab angerufen, hab sogar noch geschrien. Mit den Kindergarten. Du bist der Händler. Du hast also, nicht geantwortet. Die haben gesagt, die haben mich entführt. Ich hab dir noch nie was geklaut, Herr Müller. Erstens mal schon mal was von Verbände gehört, zweitens mal schon mal auf den Spaß gehört. Und drittes Mal hast du mal was davon gehört, wie schlimm es ist, wenn jemand entführt ist.
Ja. Ja, Alter, läufst du eigentlich nur die ganze Zeit, wenn... Ja. So, meine Damen und Herren, ich muss jetzt leider weiterarbeiten, oder gibt's noch was Wichtiges? Ja, es gibt was Wichtiges. Können wir das Güllefass ohne schon mitnehmen? Ja, natürlich. Ja, dann fahr mich mal vorne zu meinem Traktor. Herr Ludwig, ja, Herr Kleinert, tut mir leid wegen der ganzen Aktion. Aber das war in dem Moment leider... Bleibst du mal stehen? Das war in dem Moment leider Schockmoment für mich. Weil wenn dann das kommt mit ja und er ist entführt und der Asinger ist ein guter Freund. Wie gesagt, tut mir nochmal leid wegen der ganzen Aktion. Ja, kein Stress. Ja. Ich hoffe, das hat jetzt keine Probleme, aber wenn irgendwelche Kosten aufkommen, können sie natürlich eine Rechnung schicken. Aber ja, ich hoffe natürlich nicht. Ja, Herr Asinger. Ja, rechts ist das Gas. Fahr mich, kannst du mich mal kurz hoch zu meinem Traktor fahren? Ja, klar. Danke dir. Ciao, so, Ludwig. Ist unser Vorführer jetzt da, oder was? Ja. Ludwig. Tschö. Ja. Was haben eigentlich die Bürger in dem Dorf oder in dem Land da geschnuppert? Wer lacht denn da jetzt? Hat er da Lauscherohren oder was? Ich weiß nicht. Nein, jetzt aber ehrlich. Was machen wir denn jetzt hier, wenn... Wir hatten ja gerade leichte Probleme beim Verkauf, ne? Ja. Ich hab's nicht einige... Hä, warum hat er es da einige gebracht? Ich weiß es nicht. Er hat's hinbekommen und wir nicht, oder was? Ja, müssen wir dann das nächste Mal bei der nächsten Ladung schauen. Ja. Sonst müssen wir mal den Errichter dieser Anlage fragen. Ja, das ist, glaube ich, Fehler oder sowas. Was ist denn das überhaupt? Sind das die Wolzen oder was ist das? Das ist die Plane, oder? Ah, die Plane. Ah, zum Verdichten oder was? Ja. Ja. Ja, dann schau ich mal weiter. Was steht denn jetzt noch an? Du musst grubern und ich muss düngen, wenn du fertig gegrubert hast. Ja. Eieiei, ist so ein Auflauf zu nichts kommen. Weißt du, jetzt hatten wir hier schon... Also wenn wir bald hier nicht weitermachen können, dann müssen wir uns aber schon mal beschweren, ne? Hier mit unserem Verkauf. Mhm. Ich meine, unser Rezept zum Reichwerden funktioniert nicht. Entschuldigen Sie mich mal, ich bekomme gerade einen Anruf, ne? Sie können gerne weiterkommen. Ja. So, dann gucken wir mal weiter. Ich weiß nicht, warum der die Tür offen lässt. Ah, da wird er stehen lassen. Mit 11 km/h kann man schön gruppern. Machen wir mir mal das. So leert sich einmal um das Kuchen. So, Buttons, einmal kurz. So. Dann schauen wir mal.
Eieieiei. Einmal kurz auf die Allrad-Sperre geschaut und dann fährt man schon wieder schief. So, hallo, ich bin wieder da. Mhm. Hatte ein sehr wichtiges Gespräch. Mit wem denn? Ja, Versicherung. Ah. Ja. Das schaut aber gut aus, die gekubberte Struktur. Ja, das passt. Ja, das sieht ganz, ja. Was ist denn das überhaupt da? Das hier ist, glaube ich, Luzern, oder? Ich habe einen Kärntendoss. Das gehört, Moment, das gehört, glaube ich, dem Christian Bayer. 168.000 große DOS. Aha. Das wäre auch nicht so steil, ne? Also, mhm. Das ja, wobei da hinten ist schon ein bisschen, ja. Ja, aber nicht so wölbig wie unsere. Ja, und das ist tatsächlich sehr wölbig irgendwie. Ja. Aber dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst so gerne eine Bewertung da, schreibt einen netten Kommentar. Schaut gerne zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.